Wir schauen auf die Partyinsel der Deutschen, nachdem das Partylicht ja für die Deutschen ausgegangen ist. Auf Mallorca, zumindest in der Bier- und in der Schinkenstraße, sind jetzt auch die Briten dran. Auch ihnen geht's an den Partykragen, denn auch in Magaluf, da ist jetzt Zeit, die Party-Locations zu schließen, sagt zumindest die Regierung der Insel. Eine Nacht länger konnten sie feiern. Jetzt soll auch da Schluss sein mit Feiern. Mein Kollege Jan Langshausen ist dort auf Mallorca, ist in Magaluf. Jan, ja, jetzt also nun auch Schluss für die Briten. Auf ihrer Partymeile ist Party sowieso gestorben auf der Insel Mallorca? Ja, das sieht alles danach aus. Man sieht es ja bei mir im Hintergrund. Ich stehe hier in der Briten-Hochburg am Partyspot, wo alles leer ist, wo alle Geschäfte geschlossen haben, wo alle Geschäfte geschlossen bleiben werden, zumindest für die nächsten 2 Monate, hat man gesagt. Und ja, die Partys verlegen sich hier, meinen Bericht nach, meinen Beobachtungen nach, an den Strand. Das heißt, wie gesagt, die Geschäfte sind geschlossen. Es gibt ja keine Option mehr. Also weicht man auf den Strand aus. Die Leute feiern hier mit Bluetooth-Boxen. Sie besorgen sich den Alkohol am Kiosk. Es ist aber auch so, dass viele bereits wieder abreisen, weil es ihnen dann doch eben nicht reicht.